Herzlich willkommen zu meinem fünften Video aus der Reihe zu Shotcut. Hier geht es jetzt um Zeitlupe und Zeitraffer, also wie man die Geschwindigkeit von einzelnen Videoclips verändern kann. Wenn du ein Video suchst zu den Basics, wie man so etwas schneiden kann, wie man etwas verschieben kann, exportieren kann und so weiter, dann würde ich dir empfehlen, zuerst einmal das erste Video aus meiner Videoreihe zu Shotcut hier anzuschauen und danach dann dieses Video hier anzuschauen. Also wenn du Basics noch nicht so gut beherrschst, dann schau dir das erste Video an. Aber wir gehen jetzt hier gleich zum fünften Video. Und dafür geht es wieder darum, hier den Projektnamen festzulegen. Wir haben das fünfte Video, deswegen mein Projektname 05. Die Einstellungen hier habe ich im ersten Video schon beschrieben. Ich klicke jetzt auf Los, hole mir wie immer meine entsprechenden Dateien, die ich da möchte. Ich bin im fünften Video, hole mir die Dateien, die ich hier vorbereitet habe, hole sie herein. Beginnt es wieder an abzuspielen. Ich habe gerade diese Videos importiert. Wenn du dann natürlich selber das auch so schneiden möchtest, wie ich es mache und mit denselben Materialien arbeiten möchtest, dann schau dir das bitte in den Kommentaren an. Ich habe den Link zu diesen Dateien dort hinterlegt, wo du sie dann kostenlos herunterladen kannst. Und ja, wir fangen an. Ich lege wieder eine entsprechende Spur fest. Ich gehe hier auf diesen drei Punkten, lege wieder eine Audiospur fest und dann zwei Videospuren. Die Audiospur wird dann bestimmt sein für meine MP3-Datei, die ich hier habe. Dann in die obere Videospur gebe ich häufig solche Grafiken, Fotos, die ich heruntergeladen habe. Und hier dann die Videoclips in die zweite Videospur. Ich zoome ein bisschen hinein. Man sieht, dass der Videoclip etwas größer ist, etwas länger ist, sagen wir so. Sogar eine Minute lang, ja, geht hier hinein und ich werde wie immer dann einmal so einen Titel praktisch einmal einfügen. In dem Fall hier füge ich den Titel ein, wieder mit Hilfe eines Filters. Ich gehe auf Filter, wähle hier diesen Bereich ein, wo der Text für meinen Titel praktisch erscheinen soll. Gehe auf Filter hinzufügen, wähle hier Video aus. In dem Fall habe ich das sogar schon in der Voreinstellung ausgewählt. Gehe auf Text einfach. Und füge dementsprechend dann hier den Text ein, den ich da als Titel haben möchte. Zeitlupe und Zeitraffer, Geschwindigkeit von Videoclips. Da kann ich das wieder verstellen. Ich zeige das immer, weil er einfach eine Wiederholung, glaube ich, ganz praktisch ist. So, wenn ich da hineingehe, dann hört man wieder solche Töne. Die stelle ich jetzt momentan einfach einmal auf Stumm. Ja, hier unten habe ich die MP3-Datei. Zur Erinnerung, wenn ich das hier wegnehme, wenn ich das hier höre und das hier abspiele, höre ich in dem Fall den Verkehrslärm. Und da hier unten, wenn ich das hier wegnehme, dann höre ich das, was in meiner MP3-Datei drinnen ist. Und da mich das jetzt beim Schneiden vielleicht stört, ist das dann nicht allzu günstig. Gut, dann verschiebe ich hier diese Spur, dass es auch schön dann funktioniert. Geht es mir hierher. Sorgt dafür, dass diese MP3-Datei vielleicht etwas leiser wird. Also ich richte mir jetzt so mein Projekt ein bisschen her, wähle das hier unten aus, gehe dann auf Audio, gehe dann auf Verstärkung Lautstärke und stelle das jetzt hier leiser ein. Schau, ob es wirklich leiser geworden ist. Ja, wirklich sehr leise und dezent, vielleicht etwas lauter wieder. Ja, gut, minimal. So. Jetzt möchte ich mich ja um die Geschwindigkeit kümmern. Das verschiebe ich nach außen. Ich möchte jetzt hier die Geschwindigkeit verändern. Dazu teile ich mir jetzt diesen Videoclip in zwei Teile. Du weißt, ich wähle es hier aus, gehe hierher, teile es dann, habe hier zwei Videoteile. Und die sollen nicht zu lang sein. Das heißt, da schneide ich noch einmal hinein. Habe jetzt, na, da nicht, sondern daher. Habe jetzt drei Teile. Diesen längeren Teil entferne ich, lösche ich. Habe jetzt hier zwei Teile und die Geschwindigkeit verändere ich, indem ich hier diesen Teil auswähle und hier oben dann mir die Eigenschaften anschaue von dem Teil, den ich mir da ausgewählt habe. Eigenschaften werden jetzt eingeblendet von all diesen Dingen, die ich mir hier auswähle, hier zum Beispiel diese MP3-Datei oder eben auch hier diesen Videoclip. Und da interessiert mich jetzt hier vor allem die Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt hier die Geschwindigkeit von 1 zum Beispiel auf 3 Sätze, dann bedeutet das, wie man sich vorstellen kann,
dass die Geschwindigkeit erhöht wird. Ich drücke jetzt daneben hin, du siehst, dass sich hier das verkleinert hat. Das heißt, dasselbe Video wird einfach schneller abgespielt. Deswegen brauche ich weniger Platz auf der Zeitleiste. Wenn ich das jetzt hier so mache, dann gehe ich jetzt mal hier so rein. Das ist ein Untertitelbild und jetzt pass auf, es wird jetzt sehr schnell sein. Schneller. Ja. Jetzt rücke ich dann hier nach, schiebe das hier nach. Ne? Wenn es nicht gescheit geht, dann mache ich rechte Maustaste auf Entfernen, wird der Zwischenraum entfernt, wähle das hier wieder aus, schaut, dass mir hier dann dementsprechend dann die Eigenschaften eingeblendet werden und in dem Fall verkleine ich die Geschwindigkeit und mache nicht 1, sondern zum Beispiel 0,5. Ja. Ich klicke wieder wo hinein in die Zeitachse, damit das dann angenommen wird. Das ist, dass dieser Teil sich vergrößert hat. Ich spule es jetzt hier ab, gehe wieder da vorne hin. Jetzt kommen wir zum schnellen Teil. Und jetzt kommt der langsame Teil. Es wird also verlangsamt. Ja. Genau. Und dasselbe könnte ich natürlich dementsprechend auch hier machen. Ich teile mir das auch wieder in zwei Teile ein. Wir wiederholen es einfach noch einmal. Ja. Gehe jetzt hierher, wähle mir diesen Teil aus. Ja. Und in dem Fall wird die Geschwindigkeit von mir auch wieder verlangsamt. Ich mache jetzt hier sogar 0,3. Probieren wir das einmal aus. Dann wähle ich mir diesen Teil hier aus. Es hat sich hier in dem Fall vergrößert, braucht mehr Platz. Gehe jetzt zu diesem Teil hier. Naja, hat jetzt da. Hat das sogar ein bisschen überschrieben, das heißt, ich rette mit diesem Teil hier, gehe nochmal hierher. Wir haben es, glaube ich, verkleinert, 0,3. Er hat es vergrößert, dann nehme ich mal diesen Teil hier und diesen Teil hier die Geschwindigkeit erhöht und dann mache ich jetzt 2,5. Gehe wieder woanders hin, das ist, das ist hier kleiner geworden. Ich lösche hier den Zwischenraum und schauen wir das Ganze jetzt hier mal an. Bin im langsamen Bereich, auch sehr langsam. Es läuft jetzt langsam durch, fast zu langsam für mich jetzt hier. Gehe hierher, starte das Ganze wieder. Die Musik läuft im Hintergrund und da geht es wieder schneller. Da habe ich es wieder dann praktisch schneller hineingegeben. Ja. Und man könnte auch dann die Musik, die schneide ich hier ab, man könnte auch dann die Musik, auf die Musik könnte man die Geschwindigkeit dann ebenfalls anwenden. Ich gehe jetzt hierher und mache jetzt hier 3, nehme jetzt hier 3. Es verändert sich die Geschwindigkeit. Ich gehe jetzt mal hier, spiele das ab. Mal. Und ganz schnell wird das Ganze abgespielt. Es hört sich aber nicht allzu günstig an, ja. Das heißt, machen wir es vielleicht so, dass ich es rückgängig mache. Ja. Nehme jetzt dieses Bild hier wieder. Du erinnerst dich, ich mache immer einen Abspann. Wähle jetzt hier für dieses Bild hier wieder einen Filter an, nämlich den Textfilter. Gehe auf Video, Text einfach und schreibe wieder hin. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, danke, dass du zugehört hast. Ich gehe wieder in die Mitte hin, kann sie besser verschieben. Wähle hier wieder die Datei aus. Ja, mache hier den Cut, lösche den überflüssigen Teil weg und könnte jetzt schon mein fertiges Video mir anschauen und dann wiederum exportieren. Ich gehe auf Standard YouTube. Und kann hier über die Schaltfläche der Datei exportieren, das Video exportieren. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit zum Video Zeitlupe und Zeitraffer mit Shortcut. Und wir schauen uns jetzt dann als nächstes dann an im sechsten Video Animationen mit Dehnen und Skalieren. Bis zum nächsten Video.